Das ist Mohammed, 9 Jahre alt, intensivpflegebedürftig. Seit November letzten Jahres lebt er wieder in seiner Heimat Hannover. Das war eine Zeit lang nicht möglich. Fast 2 Jahre musste er in Kassel leben, weil es in Niedersachsen für Kinder wie ihn bislang kein passendes Betreuungsangebot gab. Für uns wäre es schwer, weil vorhin haben wir ihn zu Hause gepflegt und danach konnte er nicht mehr. Und ja, für uns war es eine schwere Zeit. Es geht los, okay? So. Mohammed hat einen angeborenen Gendefekt. Er kann nicht alleine atmen, hat eine irreversible Muskelschwäche. 6 Jahre wurde er zu Hause gepflegt, doch wegen Personalmangels war diese Form der Betreuung nicht mehr möglich. Die Unterbringung in Kassel, für die Familie eine Belastung. Hier in Hannover lebt er jetzt bei Wohnen for Kids. Es ist eine besondere Art des Wohnens, in Niedersachsen ganz neu. Insgesamt 6 Kinder und Jugendliche, die dauerhaft intensivmedizinische Unterstützung brauchen, können hier betreut werden. Mohammed ist der erste Patient. Ein Riesenvorteil ist, dass sie unter ihresgleichen leben, dass sie einfach mit Kindern zusammenleben, die genauso Bedürfnisse haben, Einschränkungen, Wahrnehmungsdefizite. Sie sind hier zusammen. Wir haben eine pädagogische Fachkraft hier vor Ort, die Kinder einfach nach ihren Bedürfnissen, nach ihren individuellen Fähigkeiten fördert und unterstützt. Und das ist ein Riesenunterschied. Rund um die Uhr sind Intensivkrankenschwestern vor Ort. Die Idee für das Konzept hatte Miriam Schnitzer schon vor 10 Jahren. Doch bürokratische Hürden haben den Prozess in die Länge gezogen. Visuelle Wahrnehmung, kognitive Fähigkeiten, das alles wird hier trainiert. 3 bis 4 Stunden pro Tag verbringt Mohammed mit der Pädagogin. Er hat einen aktiven Wortschatz von 6 bis 8 Wörtern, kann sich ganz toll ausdrücken über Gestik, Mimik. Und auch Fragen kann er ganz toll beantworten. Also ja, nein, kann er ganz toll beantworten. Tatütata, natürlich, das ist sein absolutes Favorite. Die Feuerwehr. Ja, Mohammed. Eltern und Geschwister sind hier willkommen. Auch Übernachtungsbesuch ist möglich. Für die Familie von Mohammed eine Entlastung. Die Jahre, in denen er in Kassel war, haben auch seinen Geschwistern zugesetzt. Die Zeit war echt schwer. Wir müssen jede Woche zum Kassel fahren und die Kinder vermissen ihren Bruder. Aber seit er hier ist, er ist glücklich, meine anderen Kinder sind glücklich, wir sind und total ist schön. Jetzt kann die Familie durchatmen. Mohammed ist in guten Händen, ganz in der Nähe. Das Team hofft auf weitere Patientinnen und Patienten. Also mein allergrößter Wunsch wäre, dass hier 6 Kinder zusammenleben, dass ganz viel Leben und Lachen bei uns im Wohnangebot stattfindet. Ja. Gute Nachrichten auch für Mohammed. Schon im Februar wird hier ein weiterer Junge aufgenommen.